Yo Freunde und willkommen zu diesem neuen Infovideo. Es gibt nun nämlich tatsächlich brandneue Infos über Tears of the Kingdom. Eiji Aonuma, der Producer der The Legend of Zelda Reihe, hat nun nämlich offiziell bekannt gegeben, dass es keinen Tears of the Kingdom DLC geben wird. In einem Interview hat er nämlich gesagt, dass die Entwickler bereits alle Ideen, welche sie in das Spiel reinpacken wollten, bereits in das Spiel integriert haben und nun wirklich alles im Spiel haben und dementsprechend auch kein DLC geplant ist. Und das ist doch an sich eine wirklich gute Sache. Vorab heißt diese Aussage nicht, dass wir wirklich zu 100% keinen neuen Content bekommen. Es kam in der Vergangenheit schon öfter mal vor, dass die Entwickler von einem Videospiel kein DLC geplant haben, aber dann im Anschluss doch einen released haben, weil sie dann im Anschluss noch coole Ideen bekommen haben oder so. Oder es könnte zum Beispiel sein, dass wir den Master-Modus noch als zusätzlichen kostenlosen Inhalt irgendwann bekommen. Aber Eiji Aonuma hat jetzt erstmal bestätigt, und das sind die Fakten, die auf dem Tisch liegen, dass Tears of the Kingdom keinen DLC bekommen wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde die Entscheidung wirklich gut. Es ist nämlich in letzter Zeit wirklich häufig so, dass die Entwickler eines Videospiels das Spiel erstmal so zu 90% fertig entwickeln und dann ein 10% DLC für 20-25 € verkaufen. Aber wenn die Entwickler von TOTK sich wirklich Zeit genommen haben und das Spiel wirklich so weit fertig programmiert haben, bis sie gesagt haben, jetzt haben wir alles reingepackt, was wir reinpacken wollten, und dann bringen sie es raus und verkaufen es in einem Komplettpaket, dann ist das doch eigentlich eine wirklich gute Sache, die man eigentlich sogar loben sollte. Ich finde, man sollte sich erstmal fragen, was habe ich, bevor man sich fragt, was will ich? Weil viele kriegen einfach ein neues Spiel kommt raus und dann erwartet man einfach ein DLC. Es kommt ein neues Spiel und man erwartet einen DLC. Und an sich ist es doch erstmal besser, sich zu überlegen, was habe ich? Man hat Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom ist ein super Game, und wenn die Entwickler wirklich alle Kreativität reingebracht haben und das Spiel so weit fertig gemacht haben, sodass sie das abgeschlossen haben, sich jetzt auf neue Projekte konzentrieren und sagen, Tears of the Kingdom ist fertig, es ist gut, so wie es ist, dann ist das eine wirklich gute Sache, und da bin ich den Entwicklern sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben, das Spiel erstmal komplett fertig programmiert haben und es dann released haben.